Booyahtschaka, herzlich willkommen zu einem... Warte mal, stopp mal, was? Booyahtschaka, herzlich willkommen zu einem neuen glattgeschwollenen, leckeren Video. Mein Name ist Kim Ortizi und das ist ein Sneaker Talk. Ja, Freunde, Sneaker Talk. Lange ist es her, dass ich mal wieder am Unboxing gemacht habe oder über Schuhe gesprochen habe. Jetzt, in letzter Zeit habe ich nur Vlogs gedreht. Jetzt habe ich einen absoluten Traumschuh geholt. Motherfucking 10 von 10, so auf den, ne? Und das will ich euch gleich mal vorstellen. Danach werde ich in den nächsten Tagen auch mal nochmal ein Sneaker-Update-Video machen, wo ich dann meine ganzen Schuhe nochmal zeigen werde. Und die letzten neuen Sneaker-Cups, die ich geholt habe, werde ich euch nochmal vorstellen. Und ich werde wieder verstärkt Sneaker-Talks machen mit Informationen, wo man Schuhe herbekommt und. Es wird ja auch wärmer, da werde ich auf demnächst wieder rausgehen und auf den Straßen wieder ganz geile Fragen stellen, beziehungsweise Event starten. Lange Rede, gar keinen Sinn. Erst geht es jetzt um meinen Sneaker-Bangito, meinen Banger, meinen Bangizi. Folgt mir gerne auf Instagram, @KingMortizi. Cool, hat sich gerannt. Und jetzt, Freunde, lange Rede, gar keinen Sinn. Viel Spaß mit dem Video. Bang! So, Freunde, zunächst einmal ist, ne, checkt ihr, sieht ein bisschen anders hier aus, ne? Es liegt daran, dass ich gerade nicht zu Hause bin. Mein altes Zuhause, wo es halt wirklich, ne, wie ich selber, ganz viele Schuhe an der Wand, ist nicht mehr. Ich bin umgezogen, ich habe eine neue Wohnung, so. Und ich bin gerade im Umbau, ne? Das ist noch nicht ganz fertig. Das wird ein absolutes Traumzimmer, eine absolute Traumwohnung mit sehr, sehr vielen geilen Specials. Damit die Wohnung wirklich einzigartig wird, ne, habe ich mir auch dazu noch ein paar Schuhe geholt, die ich sehr gerne habe, so haben wollte. Außerdem will ich noch so Vitrinen holen, wo ich dann wirklich meine ganz, ganz krassen Schuhe da reinpacke und die selten anziehe. Das ist basic wie so ein Museum, weiß ich meine. Ich habe wieder einen neuen Schuh. Ich kaufe zurzeit echt nur wirklich seltene Schuhe, beziehungsweise Schuhe, die nicht jeder so leicht haben kann. Weiß ich mal, weil ich, wie wir selber nicht, ziehe sehr gerne auffällige Schuhe an. Ich ziehe Off-Whites an, ich ziehe Dunks an, ich ziehe Jordans an, ich ziehe alles an. Jetzt habe ich mir auf der Suche gemacht nach einem bestimmten Schuh. Und zwar habe ich jetzt Stand Dinge. Ich glaube 10 paar Dunks. Ich glaube 10 Dunks, ja. Unter den 10 Dunks sind 3, ja, ich würde mal sagen 3, ja, wenn nicht sogar mehr, wirkliche Bänge. Aber ich nenne mal 2, die wirklich geistkrank sind. Nummer 1, der Benny, ne, der Ben & Jerry, wirklich einer meiner Faves. Ich habe den, ich glaube, 2-mal angezogen. Ich glaube, im ersten Mal, wo ich Bilder gemacht habe, und zweimal habe ich den einfach so draus angezogen. Ich habe den wirklich selten an, einfach weil er wirklich geistkrank schwer zu kombinieren ist. Das ist wirklich schwer. Das ist ein Schuh, den man haben sollte als Sneakerhead so, aber nicht unbedingt kaufen muss, weil das ist wirklich so für Verrückte, ne? Also wirklich, das kannst du nicht so leicht anziehen. Außerdem ist das Material hier auf der Toe richtig schlecht. Ich muss wirklich sagen, richtig schlecht. Einfach aus dem Grund, weil du den ein-, zweimal anziehst, dann hast du direkt schon Knicke. Direkt. Also wirklich so eine kleine Falte. Ja, man kauft Schuhe, um sie anzuziehen, aber trotzdem sieht das für einen Sneaker einfach scheiße aus, wenn da ein Riesenknick ist. So, bei dem, auf dem Fuß ist es nicht, aber auf den anderen Fuß ist es. Aber ich bin zu faul, jetzt aufzustehen. Trotzdem ist das wirklich ein Schuh, eine 10 von 10. Dafür habe ich auch sehr viel gewechselt und ich habe auch ewig lang nach denen gesucht, bis ich den dann endlich gefunden habe. Deswegen, ich werde jetzt ein bisschen auf den aufpassen. Das ist aber auf jeden Fall ein Banger. Und Nummer 2, natürlich der Travis Scott. Der Travis Scott, ha, hey, hört mal auf zu lügen, Alter. Das ist ein geisteskranker Schuh. Den habe ich in letzter Zeit auch wenig an. Einfach aus dem Grund, weil es wirklich in Deutschland wirklich unfassbar schwierig ist, schöne Schuhe zu tragen, ohne irgendwie Angst zu haben, dass sie nass werden oder sonst was oder keine Ahnung. Weil es ist immer nur am Pissen, Regen, bla bla bla. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich pflege meine Schuhe bzw. ziehe sie selten an, wenn es wirklich pisst. Deswegen habe ich den Schuh selten, selten, sehr, sehr selten an. Ich weiß nicht warum, ich ziehe sehr gerne meinen Travis Scott Low an. Den hat aktuell mein Bruder. Aber den Dunk, obwohl er so krass ist, ziehe ich selten bis gar nicht an. Einfach weil ich Angst habe, dass der dreckig wird. Ich habe eine lange Zeit Pause gemacht von Sneaker sammeln, einfach weil ich gerade umziehen muss, ausziehen. Ich will jetzt nicht mehr einfach wild irgendwelche Schuhe kaufen, damit die dann hier sind, sondern ich will gezielt, wirklich, wirklich krass gezielt Schuhe kaufen. So, und ich wollte einen Dunk. So, ich zeige euch, ich wollte wirklich einen Dunk. Ich weiß, der Travis Scott, Ben & Jerry's oder der Off-White, ich glaube, der rot-graue Off-White, den habe ich gerade nicht da. Der ist krass, der Brazil, mein Brazil-Dunk ist krass, der Sean Clive ist krass. Alles gut und schön. Ja, ich habe sie, but I don't wear it. Ich habe jetzt den hier. Das ist wirklich unschwer zu erkennen. Das ist ein Lot, ne? Das ist ein Dunk, Lot. Es gibt ja von den Fitness, es gibt ja 50 Stück von denen, ne? 1 bis 50. Und ich habe kein
Win gezogen, so auf den, deswegen musste ich ja offensichtlich einen so kaufen. Ich habe jetzt nicht einfach irgendeinen gebraucht, weil zwischen 2 und 49 schauen alle gleich aus, nur der 1er ist krass und der 50er ist krass. So, der 50er ist ein bisschen dunkel, aber der 1er ist halt so, ich wollte den unbedingt haben. Aber dann dachte ich mir, okay, weißt du was, guck einfach mal, was ist passiert. Ich habe einen bekommen und es ist tatsächlich der Lot 1er Dunk. Wirklich, Freunde, lass mir das mal ganz kurz stehen. Ich verstehe, Freunde, dass das ein Banger ist. Ich verstehe es, wirklich, ich habe verstanden. Ich verstehe aber auch, dass das ein Banger ist. Wirklich, ich verstehe es. Ich akzeptiere es, ich nehme es auch hin. Aber, Freunde, don't fuck with this one, bro. What? What the fuck, bro? What? Ey, Freunde, what? Ey, komm schon. Das ist wirklich... Wirklich, ich muss ehrlich sagen, so, ich habe ein Favorite noch so. Ich zeige euch alle meine Sneaker dann, wenn... Ja, beim nächsten Video. Aber das ist definitiv der schönste Hype-Sneaker, den ich habe, in meinen Augen. Klar, ich habe auch einen Chicago 1, ich habe den Energy 1, alles gut. Aber das hier, mein Gott, das stimmt einfach alles. Also wirklich unfassbar. Also auch innen drin, also wirklich, wirklich eine absolute 10 von 10. So. Schaut sehr, 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 sehr nice aus. Auch die Toe ist ein bisschen schwierig. Wenn jemand da drauf steppt, war es das. Da ist es vorbei. Deswegen ziehe ich diesen Schuh eigentlich nie an. Ich habe den jetzt wirklich nur ein einziges Mal angezogen. Für ein Bild kannst du hier oben sehen. Kam geil an. Ich würde sagen, ehrlich, das Foto ist geil. Kannst du gerne auf Instagram abchecken. Aber den Schuh werde ich wirklich echt anziehen, wenn draußen Sahara ist. Wirklich so trocken, dry, kein Regen, keine Wolken. Dann ziehe ich den an, weil ich möchte nicht, dass der nass wird. Und ich möchte nicht, dass jemand drauf steppt oder sonst was. Deswegen, na. Ihr habt den Schuh bekommen. Ich habe einen Plug. Solche Schuhe bekommst du nicht einfach so. Wenn du bei eBay oder sonst wo den Schuh kaufen möchtest oder auch Winter, besteht natürlich immer die Gefahr, dass du abgezogen wirst. Deswegen musst du da ganz, ganz vorsichtig sein. Wenn du in dem Business bist wie ich jetzt und sehr, sehr viele Schuhe hast, vor allem nicht nur sehr viele Schuhe, sondern auch wirklich gewagte und bekannte und auch sehr seltene Schuhe, dann kommst du automatisch in diese Kreise rein, wo ein Sneaker-Plug neben seinem Service einfach anbietet, weißt du, ich meine, und das ist so passiert, ich bin jetzt mit meinem Plug schon seit 2 Jahren und der bringt mir halt immer so Angebote und sagt, hey, Bro, ich habe den und den Schuh da, hättest du Bock, oder wenn ich was brauche, dann sucht er den und findet den auch. Und ich wollte wirklich gezielt diesen Schuh, weil ich den bei Bro Justin gesehen habe und der hatte den Schuh an, ich so, fuck no, ich muss diesen Schuh haben. Sorry, Bro, dass ich den Schuh auch holen werde, aber ich muss. Ich habe meinen Bruder Keanu gesehen, der hatte den Schuh auch an. Wirklich, ich so, no fucking way, nicht du auch noch. Ich brauche diesen Schuh. Ich wollte am Anfang den University Goat, diesen Air Force Off-White, den wollte ich haben, den gelben halt. Aber dann dachte ich mir so, guck mal, ich habe den MCA, ich habe den blauen. Reicht erstmal, den Golden werde ich irgendwann holen. Das ist mir viel wichtiger. Also ich wollte, also es wirklich, es gibt selten Schuhe, die ich habe, die ich wirklich ums Verrecken haben möchte oder wirklich, wirklich, also wirklich kämpfe, dass ich den habe. Zuletzt habe ich gekämpft für den 4er Off-White. Den 4er Off-White. So, beim Ben & Jerry habe ich es nicht wirklich gekämpft. Ich habe mich krass gefreut, den zu haben, so, aber es war so schwierig, so, ne, schwierig, den anzuziehen. Bei dem, der Schuh ist absolut nicht schwer anzuziehen, weil er ganz weiß ist. Den kannst du zu allem kombinieren. Das cremefarbene passt auch zu fast vielen Sachen. Ne, hier, ne, kannst du auch ein bisschen, okay, das ist ein bisschen dominanter, aber trotzdem könnte ich den so tragen und rock and roll. Da passt einfach alles. Ich werde noch ein bisschen rumexperimentieren. Ich werde von diesem Bandel hier, werde ich dann einen Orange bestellen und den mal so testen, weil hier, diese Klett ist orange, also so richtig, ja, das ist jetzt nicht wirklich orange so auf den, das ist also eher, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen dominanteres Orange, ich weiß nicht, wie nennt man das eigentlich? Boah, Infrared, I guess, ja, yeah, Infrared, das ist Infrared, hier genau, Nike Push auch. Hier die Zunge sehr, sehr geil, hier mit dem Schwamm, natürlich haben die ein bisschen geändert zu den ersten Dunks, Off-White, die sah ganz anders, aber die Zunge ganz normal wie ein Dunk, aber hier ist ein bisschen so mit Käseloch und so ein Shit, richtig geil gemacht. Also auch hier Print ist, haben die natürlich auch ein bisschen besser gemacht als die Dunks davor. War es ein bisschen, hat mir nicht so krass gefallen, aber hier ist es wirklich geil. Nike Swoosh ist geil. Hier mit dem Tag, den kannst du auch mal drin sehen. Lot 1 von 50. Und ja, was soll ich sagen, wirklich absolut 10 von 10. Da werde ich jetzt mal orange drauf taggen, vielleicht schaut es noch mal krass aus. Ich habe den jetzt in der Größe 43, bei Dunk SB ist nämlich immer eine größere Größe, obwohl das jetzt nicht wirklich ein SB ist. SB erkennt man einfach anhand dessen, dass die Zunge hier dicker ist. Weißt du, ich meine, wenn die Zunge dicker ist, dann ist das definitiv ein SB. Hier kann es aussehen, ist auch dicker und hier steht auch drauf, ne, dass ein SB ist. So.
Das hier ist kein SB, das ist ein normaler Dunk, aber in der Off-White Collab. Deswegen habe ich den aber trotzdem 43 geholt, einfach aus Sicherheitsgründen. Und ich bin absolut zufrieden damit. Wirklich, der Schuh, ich glaube, ich weiß nicht, der liegt in verschiedenen Größen und bei verschiedenen Preisen. Ich würde mal sagen, zwischen 800 und 1200 Euro so ungefähr, je nachdem, wo du den Schuh herholst, je nachdem, was du für einen Supplier hast, also welchen Plug du hast, kann es noch teurer sein oder auch weniger. Was ich gezahlt habe, ihr wisst selber, ich sage nie, was ich gezahlt habe, weil ich möchte nicht, dass ich in einen Schublade reingeworfen werde, so, obwohl ich solche Schuhe habe, natürlich, aber ich möchte nicht in eine Schublade reingeworfen werden, ah, der Money, der gibt Schuhe für das und das auf, nein, will ich nicht, auf gar keinen Fall. Deswegen, das ist für mich ein Traumschuh. Ich habe mir wirklich den Arsch wirklich aufgerissen mit diesem Schuh, wirklich nächtelang gekämpft, den zu haben, und ich finde es mega, mega happy, den zu haben. Und ja, was soll ich sagen, ne? Ich werde mich ab und zu mal auf der Straße mit den Schuhen sehen, und selbst wenn, habe ich Ersatzschuhe dabei, ich werde den nicht den ganzen Tag tot tragen, niemals. Ja, solche Schuhe zu finden, schwierig, wie gesagt, wenn ihr den haben wollt, ähnlichen, also die Zahl 2 bis 49 findest du locker, ne? Auf eBay, Kleiderkreise, Clagged, StockX, weiß ich meine, Clagged kannst du sogar so in Ratenzahlung machen, so je nachdem wie dein Budget ist, kannst du auch in Ratenzahlung machen. Ich sag halt, ich finde das jetzt nicht so cool mit Ratenzahlungen für einen Schuh, aber das kannst du auch gerne machen. Aber ansonsten, ja, guck einfach, dass du in die Kreise reinkommst von einem Plug. Eins müsst ihr euch merken, wenn ihr einen Plug habt, selbst ein Plug kann Fakes verkaufen. Deswegen guck einfach erstmal, ne, taste dich erstmal ran. Kauf erstmal so preiswerte Schuhe, check die Qualität ab, guck wie er ist, hat er alles dabei und. Und dann trau dich die größten Sachen zu kaufen. Aber geh jetzt nicht zu einem Plug, nur weil er ein Plug ist, und kauf gleich einen Banger. So, das ist mega geil, was ich meine. Und am Ende des Tages kommt dann einer, der wirklich Ahnung hat von Schuhen und sieht, dass es ein Fake ist, und dann beißt er den Arsch. Ich habe einen gesehen, mein Instagram hat mir geschrieben, er hat angeblich den PlayStation, was war das, Jordan 1 von Travis Scott, den PlayStation. Den kannst du nicht einfach so kaufen. Kannst du nicht kaufen, dann kriegst du einen Vertrag von Nike zugeschickt, dass du den Schuh niemals weiterverkaufen darfst. Und der Schuh hat einen Wert von 800.000 Euro. Und er will mir sagen, er hat 1.500 Euro gezahlt. My ass. Ich habe ihm das gesagt, ich so, guck mal, das so ist nicht. Er sagt, doch, so ist es. Ich sage, schick mal Bilder. Ich habe ihm direkt die Vergleiche geschickt, dass der Schuh fake ist. Deswegen passt auf, wo und vor allem bei wem ihr Schuhe kauft. Yeah, Zerski, Freunde, das wär's gewesen mit dem kleinen gespannten Lecker-Video. Mein Name ist Kim Ortizi. Und das ist hier mein Lot 1er. Wirklich ein Traumschuh, wirklich ein Traum von Schuh. Ich hätte meine ganz anderen Schuhe sind gerade eifersüchtig auf ihn, aber I don't give a damn, bro. Folgt mir gerne auf Instagram. Schreibt mich gerne an, wenn ihr Fragen habt. Ich weiß, in letzter Zeit haben mir sehr, sehr viele wegen Schuh geschrieben, aber da ich gerade mega im Stress bin, zwecks meiner Wohnung, konnte ich eure Fragen nicht beantworten. Ich werde wieder verstärkt Instagram meine Schuhe zeigen und euch Tipps geben und auch meine Sneaker Talks wieder machen. Dankeschön für euren Support, obwohl ich keine Videos gepostet habe. Macht's das gut, genießt euren Tag. Ich bin Teasy. Peace.